Ja, und damit erstmal ein allerherzliches Willkommen an alle, die schon da sind. Schön, dass ihr da. Ja, ich dachte, ich gehe mal spontan mal wieder live. Simrail ist ja jetzt im Early Access und ich habe erstmal alle Stellwerke freigeschaltet. Und ja, dachte, wir machen mal so eine kleine Stellwerk-Session im schwierigsten Stellwerk. Zumindest, wenn es nach dem Macher von Simrail geht. Die Musik mache ich noch ein bisschen leiser. So, ich glaube, so soll es erstmal passen. Es kommt noch ein dediziertes Video zur Simrail im Early Access. Das kommt morgen raus, glaube ich. Aber trotzdem erstmal ein Livestream. Und wir gehen erstmal den Multiplayer und suchen erstmal den Server aus, wo ich das Stellwerk machen kann, was ich denn gerne machen möchte. Es ist schon mal ziemlich viel belegt. Schauen wir mal, D1. Ja, und es ist genau das Stellwerk frei, was ich gerne machen möchte. Ich hoffe, ich komme auch rein. Erstmal schauen, ob es lädt. Weil das ist auch noch so eine Simrail-Krankheit, dass es entweder gar nicht lädt oder man lädt und dann fehlt die Hälfte und man fliegt dann gerade wieder raus. Hat wirklich viel gefahren, bin ich noch nicht. Ihr seht es, 132 Kilometer. Ich glaube, die Musik kann ein bisschen leiser. Lauter, Entschuldigung. Wenn irgendetwas zu laut ist, bitte einfach sagen. Ja. Oh, es hat funktioniert. Ich wollte gerade schon sagen, es hat nicht funktioniert. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt hier? 14135. Der hat da schon die Ausfahrt. Also. Das ist eins der neuen Stellwerke, die wir jetzt hier haben. Links von mir ist Lazy LA mit den vier Anschlüssen, wo ich oben und unten anfragen kann oder anfragen muss. Dann haben wir hier oben Sibirz. Und auf der rechten Seite haben wir Gora oben und unten und Misko in der Mitte. Dann hätten wir hier den Bahnhof mit den drei Plattformen, wo hier Personenzüge halten können. Ein paar Abstellungen oder Ausweichgleise und das war schon. Es sieht super kompliziert aus, aber es ist eigentlich super einfach, dem, was man hier eigentlich machen muss. Warum geht hier die SBL in die andere Richtung? Da bin ich gerade ein bisschen irritiert. The way you talk. Jetzt hätte ich in der Serverliste. Ja, also hier könnte man recht viel abstellen hier. Aber das werden wir nie brauchen. That's beautiful. Ah, thank you very much. So, 14135. Jetzt schauen wir mal, was haben wir hier? King Kusa, dann Pandy Simon. Heidal, hau mich tot, Super Paul, Florian Hisserisch, Sora und hau mich tot. Okay, aber alle Fälle viele Lokführer. Wenn ich mir das Telefon so ansehe, dann ist Gora besetzt und der Rest aber nicht. Moin, Christian! Warum bist du gedreht? Bitte einmal zurücksetzen. Dankeschön. Weil die Züge sollen eigentlich in diese Richtung kommen. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz auf Spiel Vollbild. Und dann seht ihr ein bisschen mehr. No, I'm actually an Austrian living in Switzerland. Ah, da kommt der nächste. 242239. Na, schauen wir doch mal. 242239. Ach, das ist eh gerade eher da unten. Und so wie es aussieht, kommt der auf die 1 raus. Also hier. So haben wir hier die Weichen begradigen. Dankeschön.
Dann fährt er hier bis Signal H3 und dann hier unten rein auf die Strecke 1. Einfahrt bekommst du. Ja, und wundert euch nicht, dass hier manche Sachen nicht angehen. Es scheint noch so ein kleiner Bug hier zu sein. Da kommt der Kollege hier. Sag ich dir jetzt erstmal nicht. Ist ja nur die AI. Hä? Warum stehst du jetzt? Der 24, 22, die Bundesbahn gefallen. Kein Wort verstanden. Ah. Ich stehe für 24. Ich glaube, ich muss die Musik für mich erstmal muten. Ich stehe vor Signal S3, 1, 2, 4, aber ich würde weiterfahren. Ja, da kriege ich nicht weiter, weil der Bereich von das Gleis 160 ist noch belegt vor Dobrovaganica. Deswegen kann ich dich leider nicht checken, aber er hat mir auch nicht erlaubt, dich auf dem anderen Gleis zu schicken. Ja, okay, dann warte jetzt halt. Das klingt echt schlecht. Live-Chat, ist der Ton von SimRail und die Musik soweit okay? Die Antwort habe ich leider. Also ich meine, der Voice ist gerade echt schlecht, aber ist auch bei mir. Aber ist die Musik nicht zu laut, nicht zu leise? Bitte gebt mal kurz Feedback. Witzig 186 Heidel irgendwas. Heidel Accorporation. Kommt demnächst, glaube ich. So, im Stream finde ich alles okay. Als 57799 kriege ich gerade auch nicht durch, weil du müsstest eigentlich auch aufs Gleis 160. Oh je, gibt's so Probleme. 242, 239, wann soll der eigentlich planmäßig durch? 2044, also eh jetzt dann gleich. Bei mir im Spiel ist der Voice-Chat allerdings normal noch nicht so abgehakt. Okay. Ja, kann jetzt sein, dass Streamer das jetzt nicht so geil findet, dass ich da Capture mache über OBS. Ja, normalerweise klingt es auch bei mir ganz okay. Schade eigentlich. So, die Weiche ist, glaube ich, 65 AB, glaube ich. Ja, das war's. Boah, das klingt echt schlecht. Okay, der könnte dann schon mal runterfahren der auf die 1. Lazy LC 447069. Ich hab dir jetzt beim mitgenommen. Ja, nee, ich verstehe fast gar nichts. Ja, ist der Text-Chat etwas oder der Voice-Chat etwas ruckelig. Also ihr könnt auch keine Strecke für Lazy. So, der Block ist frei. Ich mach die Musik für mich erstmal wieder an. So. Fährt auf die 1. 242, 239. Bitteschön. Abend, ist das ein neues Stellwerk und wenn welches? Ja, das ist jetzt neu mit dem Early Access mit dazugekommen. Und das heißt Zabirsi. Muss, glaube ich, aber mindestens 6 Stunden dafür als FDL geschafft haben, damit du das machen kannst. Aber es sieht halt komplex aus, aber es passiert nicht sehr viel. Es ist wirklich nur von links nach rechts. Der SBL ist ja auch falsch. Wir müssen den hier drehen.
54, ich kann 60 Tage reden. Warum geht es nicht? Leitungssperre, Zustimmungsanfrage aktivieren. Lösen Sie richtige Maustaste. Ich konnte nicht drehen. Yeah, sure you can. Was ist hier BBL? Warum ist es überhaupt? Hä? Irgendwas ist Sperrrichtungsstellung zulassen. Wie kann ich denn diesen SBL hier drehen? Server, D1. Aber ich konnte die SBL auf der Linie 1 nicht drehen. Also mit Tipps im Spiel habe Angst, den Multiplayer zu spielen, weil ich noch nicht so gut rauskomme. Ich komme auch nicht. Wie viel Stellwerk hat man damit Tipps oder jemand anders? Also erstmal würde ich mal sagen, schau dir mal vielleicht die Tutorials an, die ich gemacht habe. Ansonsten kann man jetzt sehr viel falsch machen. Außer wenn man so zu Spezialprobleme kommt, wie ich jetzt hier. Dass ich den Block hier nicht drehen kann. Also zumindest jetzt gerade höre ich im Bullshit gar nichts mehr. Wieso kann ich dich jetzt nicht drehen? Ich glaube, ich suche mir einen anderen Server. Aber das ist falsch hier. Lass mal selber wechseln. Das ist nicht so geil. Multiplayer. Und nein, den Sohn brauche ich nicht. Wo ist denn noch was frei? Weihnachtslied brauche ich auch nicht. Dankeschön. PL4 vielleicht. Mal schauen. Nö, ist besetzt. Was haben wir denn noch? PT1. CN1, Chinesisch. Schauen wir mal da. Nö. Auch besetzt von dem, was ich machen will. Die 1. Komm, da muss doch einer mit dabei sein. Probieren wir mal EN6. Fahrdienstleiter. Auch besetzt. Oh, das gibt's doch nicht. EN3 kriege ich gerade als Tipp. Ne. Ist auch besetzt. Die Suche nach dem richtigen Server. Alles voll. Schau mal aus bei dem polnischen. Da ist de facto auch alles voll. War ich auf PL4 schon? Ja, PL4 ist auch dicht. Australien vielleicht. IS2. Ziemlich hoher Ping. Ist aber auch dicht. Schade. Ah, Mann. Jetzt habe ich gar kein Glück mehr. UA1. Da vielleicht?
Nein, auch nicht. Aber das gibt's auch nicht. Ja, da wo ich vorher gewesen bin, das war D1. Das ist jetzt aber dicht, da komme ich nicht mehr rein. Klick dich doch auf der Map durch das Server. Ja, das ist aber, glaube ich, fast gleich schnell, als wenn ich jetzt hier ein bisschen durchprobiere. So, Uhr 1 war ich schon. 8 von 13. CN, achso, nein, CN 1 hatten wir auch schon. Waren wir auf EN 6 schon? Ach, Mann. Komm, die ganze Strecke abfahren und immer noch die Hälfte. Nee, mittlerweile die ganze Strecke. Aber das FDL nur ungefähr die Hälfte. Weniger als die Hälfte eigentlich. Ja, ich glaube, als Fahrdienstleiter wird das gerade nichts mehr. Es ist echt alles voll. Ja, dann haben wir als einzige Option eigentlich nur, dass wir mit dem Express mal fahren. Und mal schauen, ob wir bis nach Warschau kommen. Nee, den Editor habe ich mir noch nicht angeschaut, weil der ist auch noch nicht verfügbar. Da gehört volle Strecke ESE Katowice Warschau. Okay, ja, probieren wir mal die volle Strecke. Aber als Express. Auf dem deutschen Server. Mal schauen, was die Fahrdienstleiter so machen. Ja, D1. Was ist da frei? IEP. 2 Stunden 6 Minuten. 2 Stunden 6 Minuten. Ja, machen wir das mal. Ja, eine ganze Fahrt. Je nachdem, was du fahrst. 2 bis 5 Stunden. Unabhängig vom Fahrdienstleiter. Oh, guter Hinweis. Express von immer ab 28 ab Katowice. Ja gut, da habe ich schon entsprechend ein bisschen was verpasst. Dann fahren wir halt von Warschau. Oh, der ist schon mitten am Fahren. Oh, das Spiel ist viel zu laut. Okay, mal kurz schauen. DE1. Der nächste ist der Salzstreuer. okay, Lokführer, Lokführer, Lokführer. Und dann kommen die Pflanzen vor den Slider. Okay. Also, unser Zug hier. Schöner Express mit 17 Minuten Verspätung. Schön. Ja, dann heißt das, wir erfolgreich übernehmen. Übernommen habe ich. So, Geschwindigkeitsregler auf 60 bitte. So, du bist auf Fahren. Deaktiviert. Das Problem ist, bei dem Express ist hier den Richtungswender nicht rein. Ich muss fast anhalten, damit das funktioniert. Ich stufe das mal als Bug ein. So, mal ganz schnell anhalten. Was würdest du in die andere Richtung fahren? Schüttest du ab? Josefino im übelsten Stau. Ja, dann habe ich es ja gut ausgewählt. So, Richtungswende ist drin. Er hat zumindest registriert. Und jetzt mal ganz schnell weg hier.
Möchtest du bitte Leistung geben? Bin ich voll super. Ah, jetzt. Hat Maximum Schmackes. Ja, ich habe nur angehalten, damit ich die Steuerung übernehmen kann. Weil sonst ging es ja nicht. Aber ich bin sowieso hier komplett falsch. Eben, komm gerade im Chat. Bin gerade irgendwie auf der S-Bahn-Strecke hier. Ja, läuft bei der KI hier. Moin, Kollege. Wen haben wir denn hier? Nächste ist der Chris, Unimox Neffe, der Turb, der Finn. Alles nicht so weit entfernt. Ja, da scheint ganz schön Chaos zu sein. Ja, es ist halt nicht nur die echten FDLs, die Blödsinn machen. Und klar, das ist die Mehrheit am Problem, zumindest auf der Strecke hier. Aber auch die KI kommt nicht so ganz klar mit dem Verkehr. Ich sehe gleich Stau. Oje. Oh, ich sollte wegbleiben von den deutschen Server. Da ist einfach nur Stau. Autobahn-Feeling auf der Eisenbahn. Das Blöde ist halt auch, wenn du halt einfach einen Troll auf der Strecke hast. Wenn der einfach mal stehen bleibt, dann steht halt alles. Ich meine, klar, die Leute kannst du reporten, aber da muss halt auch was unternommen werden. Ansonsten steht einfach der ganze Verkehr. Da lobe ich mir ein bisschen Tele 2, weil da kannst du die Späße nicht oft erlauben. Die Deutschen wollen halt den DB präsentieren. Oh, das ist gemein. Jetzt habe ich freie Fahrt. 160. Oh ne, der ist so schnell. Ne, 160 passt. Ich könnte eigentlich hier noch umschalten. So. Du machst da nichts draus mit dem Abschmieren. Das passiert andauernd, auch bei mir. Total random. Lösung nicht vorhanden. Aber jetzt zeige ich mal, was richtig geil ist. Oh, vielen lieben Dank. Während der Fahrt kann ich einfach mal aussteigen. Klar kommt die Warnung hier. Aber ich kann den Fahrgästen einfach mal Hallo sagen. Hallo, ich bin der Lokführer. Ich bin aber nicht vorne drin. Einfach nur zur Info. Was macht das nächste? Oh, ich hab wirklich die grüne Welle. Was? Josefino, zwei Züge vor mir, zwei hinter mir und vor dem vordersten rotes Signal. Ja, die 17 Minuten werde ich eh nicht mehr aufholen können. Also ich finde es irgendwie komisch, dass der Zug die Geschwindigkeit standardmäßig nur ganz eine kleine Ecke anzeigen, selbst die anderen Modus ist relativ klein und unscheinbar. Wie hast du das Dach umgestellt? Hast du deine Taste gedrückt? Für beides. Also ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm, dass es so klein da steht. Ihr müsst es mal von der Perspektive stehen. Wenn du jetzt hier als Lokführer drin bist, dann wirkt es ja nicht alles so klein. Ich glaube, es ist schon okay, wenn es da oben ist. Und bezüglich Umschalten,
Das sind die kleinen Buttons hier unten. Vielen lieben Dank für das Abo. Freue mich. Das Umschalten geht übrigens auch hier. Also teilweise zumindest. So, Baziski haben irgendwas. 2040. Ich wünschte, ich könnte den Fahrplan irgendwie weiterschalten. Oh, hello, Fluffy Admiral. Ja, ich bin sehr froh, dass ich den Stau gar nicht sehe. Ich hätte gerne erstmal freie Fahrt. Also, falls jemand von euch FDL macht auf DE1, bitte gern grün durchwinken. Würde mich freuen. Warum steht denn der hier und der Gegend rum? Okay, ich glaube, das war ein Glitch. Oder auch nicht, da ist gerade jemand rein. How to find SR so far? Difficult question. To be honest, mixed feelings so far. A lot of bugs, especially in regard to the playtest. I wish they actually delayed the early access. Weißt du denn, wie man bei der E75 den Diplomat nach oben oder unten stellt? Eher ein 25. War das der Triebwagen? Der moderne? Hab's jetzt gerade mit den Nummern nicht so im Kopf. Aber beim Triebwagen war es so, da hast du ja den Pult vor dir. Da drückst du ja die Buttons für die Geschwindigkeitsvorwahl und ungefähr hier hat es die zwei Buttons für Tempomat ein- und ausschalten. Hier muss noch anmachen. Und bei dem Kollegen, wo ich jetzt hier drin bin, ist automatisch an, sobald du hier die Vorwahl reinmachst. So, gleich 200. Maximum Schmackes. Für den Moment zumindest. Ah, das war ein bisschen zu viel. 200. Heute los geht's. High Speed in Polen. Ja, läuft. Ja, schöner Express. Schade ist leider, dass wir die kompletten VMAX von der nicht ausfahren können. Das waren ja 250. 50 km/h geschenkt. Ich sehe gerade, dass der Triebwagen ein bisschen laut ist. Passt es soweit von der Lautstärke oder soll ich den leiser machen? Oh, bezüglich ins Funkkanal. Wenn ihr von Warschau runterfahrt, schaut, dass ihr in den Einstellungen den automatischen Funkkanal anhabt, weil irgendwie hat es hier einen Bug, dass er meint, Funkkanal Zero oder gar kein, besser gesagt. Und den könnt ihr natürlich nicht einstellen und da gibt er euch dann Minuspunkte. Geht auf die Automatik und dann zieht er euch die Punkte nicht ab. Ich hoffe, das wird noch gefixt.
kleiner Side-Gag. Ihr seht's ja, die Scheibe wird hier langsam dreckig. Können wir sauber machen. Einerseits haben wir hier Scheibenwischerwasser. Versucht es mal irgendwie zu zeigen. Ne? Wasser kommt rein. Und dann die Scheibenwischer an. So, wieder beides gehen sauber. Der schöne, nette Gag hier. Oh, scheiße. Ich glaube, das wird nichts mehr mit Bremsen. Warum kriege ich jetzt so rot? Alter, von 200 runter, das geht doch niemals. Wow, und was? Jetzt geht's wieder auf Fahrt. Was ist denn das für eine Verarsche? Wow. Toll, dankeschön. Jetzt machen wir maximale Entschleunigung hier. Na, kommst du wieder rein? Puh, da will ich noch mit dem blauen Auge wegkommen. Der Thüringer Videograf, moinsen. Was, wenn jetzt ein grün blinken und weißt du, dass das nächste Signal Halt erwarten und das übernächste Halt zeigt? Ja, das Problem ist, dass ich halt oft auf den Live-Check gucke und mir die Fahrt gar nicht angucke. Ich werde schnell abgelenkt. Ah, Chaos-Löwe halt. Was ist mir in Celle irgendwas? Kaffee verschüttet Suppe auf dem... Schon Mahlzeit, die Fahrgäste bedanken sich. Ja, da ist erstmal vieles geflogen hier hinten. Ja, ich hoffe, ich habe mal keinen Troll von mir. Joshi, was habe ich für einen Zug von mir? Kannst du mal kurz gucken? Ein Express? Ja, dann soll er mal Gas geben. Auf der E3 gibt es gerade echte Probleme in Warschau gegen die KI-FDL nicht. Ja, ich hoffe, das ist mal auf Prio 1, dass wir wirklich mal die KI überarbeiten. Oh wow, ich habe Fahrt. Für den Moment. Ah, es ist schon kommen, dass ich jetzt hinter denen hinterher schleiche. So viel zu 200. Was ist das? Express. 14:39. Moment. Ist 14:39 vor mir, Joshi? Also, wir haben einen Spieler vor uns. Ja, wird spannend. Also, wir standen auf DE3 Zeichen vor dem roten Signal und dann sind wir einfach gegangen. Oh, dass du 2 Stunden überhaupt erstmal ausgehalten hast. Also ich glaube, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten war ich dann gegangen, wenn da keine Fahrt kommt.
Da hast du viel Geduld. Sollst du wenigstens was tun. Ja, ist ein Argument. Auch wenn ich gern die Fahrt hätte. Weil ich habe ehrlich gesagt erst mit der Arbeit gerechnet, wenn wir dann zu den Stationen kommen, wo die echten FDLs drin sind. Ja, Wetten für die Verspätung gerne einreichen. 18 Minuten haben wir ja schon. Also wenn wir jetzt einen Spieler vor uns haben. Meine persönliche Schätzung ist 3/4 Stunde bis 1 Stunde Verspätung. Meine persönliche Schätzung. Ich glaube, den Tempomat, den kann ich mal auf, keine Ahnung, 140 oder 130 einstellen. Ja, 120. Plus 55. Ja, Stunde. Ich würde ja gerne was rein. Ah, es blinkt mal wieder. Dann ja heute 40 Minuten an der roten Signal, bis die KI es endlich geschnallt hat. Lazy steht auch alles. Oh, bitte lass mich nicht in eine Vollblockade reinfahren. Ich habe den Server halt vorher nicht gecheckt. Ja, danke. Ich wollte eigentlich Stellwerken, aber das erste Stellwerk hat leider ein Problem gehabt und dann war alles voll. Also habe ich gesagt, fahre ich erstmal. Mich gerade, ob ich in Voice mal schreiben soll oder bis ich das sagen soll, dass der 1439 mal Gas geben soll. Ich hole mal ganz kurz das zweite Mikrofon. Einen Moment. So, zweites Mikrofon. Probieren wir es mal. 1439, du bist gerade vor mir. Fährst du gerade bewusst langsam oder ist die Signallage vor dir? Ja, keine Rückmeldung ist auch eine Rückmeldung. Wissen Sie immer noch die Blockade in Sosnowiec? Die KI von der Abzeige kommt nämlich manchmal nicht mit dem eingleisigen Abschnitt klar. Ja, das ist ein super großes Problem, hatten wir euch heute in der Früh. Und vor allem, wenn es da steht, dann kannst du den Server gerade wieder vergessen. Ne, 1430 reagiert nicht. Ja, vielleicht ein Chat. Ist irgendwie witzig, ne? Wenn eine Express den anderen stresst. Gibt es ein Stellwerk namens Tunnel? Was?
Es ist da wie in Katowice. Nach einer Weile steht da alles still. Glück, dass dadurch die Hauptwehr nicht gestört wird. Ja, vor allem durch den Server-Neustart. Weil, glaube ich, gibt es den nicht. Und jetzt hat er entsprechend den Rückstau, ne? Elf Kilometer. 10. Probieren wir mal 140. Was auf Anfrage jetzt uns das früher wie es daten? Das wusste ich gar nicht. Also ich habe es auch nie probiert, aber das ist auf Anfrage machen. Abstand wird langsam größer. Kommt dann bald ein anderer in der City entgegen. Zum Anfang, glaube ich, war es ZEW1. Also korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, es war ZEW1. Oh, das ist auch so ein schöner Sub. Wir mit einer Stunde Spielzeit vor mir. Ja, das soll mal das Gaspedal finden. Gehen wir mal auf 160. Ja, was ich ja mega praktisch finde, ist, dass wenn du jetzt hier so eine Fahrt fährst, du kannst wirklich in die Einstellungen gehen und so einen Bot aktivieren und dann fährt die KI weiter. Ich meine, klar, bekommt dann keine Punkte mehr, aber du kannst halt mal auf Toilette gehen, was zum Trinken holen, was auch immer. Aber da bist halt immer noch in der Zug drin. Super praktisch. Was ähnliches wünsche ich mir in TD2. Okay, da war einfach mein Auto unter Brücke. Auch ein alter Bug. Was sagt der Abstand? 13 Kilometer weniger werdend. Ja gut, unter 20 km/h ist dann irgendwo klar, aber die dann de facto keine Wirkung mehr hat. Also dann musst du ja mit mechanisch reingehen. Sei es Scheibenbremse oder Klotz. Sonst kriegst du die Lok nicht zu bremsen. Weil da brauchst du eine gewisse Bewegung für die E-Bremse, damit die entsprechende Wirkung hat. Vielen lieben Dank für den Sub. Und nix da mit Radio Stop. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Sound Alerts im Stream übertragen werden, aber ich glaube nicht. Ja, nichts damit einholen.
Also wenn du mich einholst, dann mache ich etwas massiv falsch. Nix da, Skaga. Aber vielen Dank, danke. Ja, dann bremsen wir halt mal wieder. Die Firma dankt. Also ich glaube ja nicht, dass ich bis zum Endpunkt kommen werde. Das ist, glaube ich, auf dem Server viel zu viel los. Außer die Profis kommen jetzt als FTL rein. So, wie sieht's aus mit dem Abstand? 15 Kilometer. Immer noch da. Moment. Wetter 13:43 vor 14:30? Das kann nicht hinkommen. So, 200. Komm schon. Probieren wir es mal. Wird eh nicht klappen. Ja klar, also der erste ist der 14:39, aber wer ist vor 14:39? 14:43, 14:41. Was kriege ich, wenn ich dich einhole? Weißt du was? Wenn du mich tatsächlich einholst, ne? Dann kriegst du von mir Doom Eternal geschenkt. 13:41. Ah, so. Ja klar, macht Sinn, ne? Ich muss es ja nach unten lesen. So, 200 oder fast 200. So, machen wir es aber hier. Es ist nicht wirklich sauber. Technik. Ah, Signal schaut auch gut aus. Oh je. Der Yoshi. mach bitte keinen Blödsinn. Da war ich sehr dankbar. Spannend.
Er sagt bloß, du musst jetzt wirklich anhalten. Mach das schnell. Bitte, danke. Wenn du jetzt echt anhalten musst. Alles klar, 6 Minuten Stopp in Marshall mit der S-Bahn. Ja, bist es. Oder was? 30 Kilometer. Ich glaube, ich werde mal vorausschauend mal vom Gas gehen. Wenn der Yoshi da jetzt erstmal anhalten muss. Es blinkt noch nicht. Ich lasse erstmal rollen. Mal gucken. Also Yoshi, gib Bescheid, sobald du wieder Gas geben kannst, weil dann drücke ich mal wieder in die Tube. Ja, also nachdem ich jetzt schon streame, dann würde ich sagen, fahre ich mal bis Katowice, wenn es denn geht. Dann habe ich die ganze Strecke auch mal abgefahren. Ich meine, das alles hier, das ist ja alles neu hier. Gab es noch nicht im Playtest. Ja, es gibt auch Zeiten für den Neustart, die stehen im Forum drin. Aber fragt mich jetzt nicht, was die genauen Zeiten sind. Da müsste ich jetzt nochmal nachsehen. Aber ich meinte, 2-3 Mal am Tag starten sie die ganzen Server durch. Moin Nico! So, blinken tut's immer noch nicht. 10 Kilometer noch bis Yoshi. Alle 6 Stunden. Ja, das klingt realistisch. Idealerweise müssen sie es ja gar nicht tun, wenn die KI mal richtig funktionieren würde. Oder alle FDLs ihren Job anmachen. Mensch, das ist ja realistisch. Die verschwinden sich unter Deutschbahn. Ja, wann ist jetzt? Moin Dominik. Aber ich bin schon mit der Verspätung gestartet. Die habe ich nicht selber verursacht. Ich fahre jetzt ein bisschen langsamer von mir in Express erstmal anhalten muss, bevor wir da fahren kann. Eine Stunde 30 Minuten Verspätung. Heißt es, ich darf dich überholen? Aber das wäre ja super. was ist, wenn du während des Restarts am Fahren Stellwerken bist? Ja, fängst du wieder von vorne an. Guten Abend, gutes Spiel, wenn das Server nicht mal abstürzt. Wohl wahr. Freue mich schon, wenn dann alle Stellwerke als FDL gehen. Ich mich auch, aber ich glaube, da können wir erstmal noch mindestens ein Jahr warten, bis hier alles offen ist. Nein, das ist nicht der Prolog, das ist der offizielle Early Access, den man jetzt bei Steam kaufen kann. Mit der Strecke Warschau-Katowice, 500 Kilometer lang, mit 13 Stellwerken. Sitz im Stellwerk plus Koma-Pole. Du hast freie Fahrt und den vor dir kannst du dann in meinen Abschnitt überholen. Nice! Ich kann Yoshi überholen! Cool! Das freut mich! Das heißt, kann ich erstmal Gas geben? 8 Kilometer. Fahr Yoshi auf. Er möge deine Atem im Nacken spüren. Ja dann, Maximum Schmackes. Ja, nix der Refund. Was? Ich glaube, das wird nix. Was, wenn das bei dir so gut und schnell und bei mir so langsam Speed Limit weitergeht? Wenn alle Stärke freigegeben sind, können wir ja auch ein Jahr einplanen pro Strecke. Es wird so oder so einfach ein super Chaos werden. Ich meine, es ist ja auch irgendwo witzig, aber wenn man ernsthaft mal fahren will,
dann bist du halt nervig. Also ich würde mir mehr so ein Level-System vorstellen, wo man sagt, okay, das ist irgendwie, man dediziert das selber für, keine Ahnung, alle für ab Level 10. Man weiß, okay, die haben irgendeinen Plan davon und dann kann man auch anständig fahren in FDLen. Und dann ist es wie Anfängerserver. Weil das mit den Stunden, dass man sagt, okay, man muss irgendwie 10, 12 Stunden FDLen und dann kann man das Schwierige machen, es ist nicht the way to go. Also das ist besser wie in TD2, wo wirklich abgerechnet wird, welche erfolgreiche Züge du von A nach B geschickt hast. Und das ist richtig. Und je mehr davon, umso komplexere Stationen kannst du dann machen. Also ich finde es sehr geil, wie Simrad das aktuell macht. Ja, das mit den Stunden, da musst du aufpassen. Da musst du das Spiel zwischendrin mal wieder beenden, wieder starten. Ansonsten tut er das nicht richtig anzeigen. Ja, also, natürlich, da verpasst du noch nicht sehr viel in Simrail. Also, da kannst du ruhig nochmal 2, 3, 4 Monate warten und dann schaust du mal rein, wenn hier erstmal die Sachen halbwegs normal laufen. Momentan ist es wirklich nur Chaos. Es ist Train Driver 2 in den Kinderschuhen momentan. Ohne ganzen Regelwerk. Also, es hätte das Regelwerk, aber es hat einfach keinen Effekt. Ich meine, gerade das mit den Rangierfahrstraßen, dass du die nicht mehr machen kannst, weil die KI dann irgendwie spackt und bei den FDLs damit nicht umgehen können, das ist so ein Kindergartending. Du kannst halt als FDL so nichts mehr falsch machen. Das nimmt halt irgendwo den Reiz. Weil gerade bei SPK oder Rallye-Stellwerk, da kannst du einfach Knöpfchen drücken, bis dann irgendwann richtig ist. Theoretisch. So, wie ist jetzt vor uns? Yoshi, 8 Kilometer. Doppeltraktionen wäre jetzt schon nochmal was Cooles. Ich weiß gar nicht, ob es den Express hier als Doppeltraktion zum Fahren gibt. Und genau habe ich das noch gar nicht beobachtet. Warum das denn? Ich glaube, so Koppeln gibt's ja. Ja, aber ich glaube, der macht nichts. Weil, warte mal, wo war der für die, genau, Abdeckung. Koppelsabdeckung öffnen. Da geht gar nichts auf. Ist eigentlich wie schade. Na komm, mach nochmal auf. Ich bleib mal ein bisschen drin. Ja, bleib zu. Nichts mit Koppeln hier. Ah, das könnte noch sein mit dem Stillstand. Da habe ich es noch nicht austestet. Oh je. Yeah. Da kommt wohl Halt erwarten. Aber das mit der Dampflok. Das stelle ich mir noch interessant vor. Ich glaube, die werden ja nicht hier auf der Hauptstrecke fahren lassen. Ich meine, die Dampflok wäre dann vielleicht 100, allerhöchstens 120. Und die werden sie nicht hier auf die Hauptstrecke rauslassen, wo die Express mit 120 und 200 rumdüsen. Freie Fahrt. Sondern eher auf der Nebenstrecke, irgendwie so. Aber wo wäre dann das Betriebswerk für die? Wo du die Wasser fassen und wo? Also ich glaube, so ganz durchdacht ist es noch nicht mit der Dampflok. Hätte ich gerne noch mehr Infos. E3, Megastau. Ja, Gott sei Dank bin ich auf T1. So, Gas geben.
Ich meine, es wird ja schon helfen, wenn du als Fahrdienstleiter irgendwie Züge löschen kannst. Weil in TD1 hast du ja teilweise Probleme. Aber gut, das KI, sonst sind es einfach die Leute, die Probleme machen. Aber dann kannst du wenigstens die Spieler kicken oder halt die Wagen kicken, damit du halt wieder freie Fahrt hast. Was, du musst leider noch für 60 Kilometer hinter dir bleiben. Das 8 Zoll als Dampflok, weißt du? Ich bin nach Warschau. Acht Kilometer vor mir. Gerade noch das Signal gesehen zum Hupen. Aber wenn Josche so eine mega Verspätung hat, dann will ich den überholen. Ich meine, das Beschwerdesystem gibt es ja auch jetzt schon. Aber ich glaube, das wird einfach nicht so streng umgesetzt wie halt in TD2. Wäre auch dumm, wenn sie es genauso streng umsetzen, weil dann vertrauen sie halt die Spieler irgendwo. Vor allem an Mangel von den Tutorials. Weil immer die Tutorials, was jetzt hat, die sind fehlerhaft, sind nicht komplett. Und das Fahrdienstleiter-Tutorial ist halt einfach mal ein PDF zum Durchlesen. Das ist nicht an der Hand geführt. Und wenn du dann so strenge Regeln machst wie bei TD2, ja, dann kannst du fast alle kicken. In TD2 kommt es ein bisschen drauf an, wenn du halt erwischt. Aber du kannst de facto in TD2 Skaga für fast alles kriegen. Fahrt. 7 Kilometer noch. Bis ob Cosno irgendwas. Was bin ich hier wie? Langsam wird es heimisch. Ja, es gibt eine Live-Map. Ich habe jetzt gerade den Link nicht zur Hand. Yoshi, kannst du mal den Link reinposten zu der Live-Map, zu der einzelnen Server? Jetzt wäre super. Ja, das würde ich mal hoffen, dass du mich nicht einholst. Ich glaube, das mit dem Linkposten ging gerade wohl nicht. Ich schaue jetzt gerade mal. Link kopieren. So, mit dem Link könnt ihr die Live-Map aufmachen, den Server auswählen und schauen, wo gerade wer ist und wer auch gerade Fahrdienstleiter ist. Und wenn ihr da auf die 1 geht, dann solltet ihr auch mich sehen können. Da blinkt schon wieder. Oder auch nicht. Ich muss auch sagen, ich glaube, das ist mein absoluter Stream-4-Rekord. 73,4 auf YouTube, 9 auf Twitch. Das ist in Summe
So viel hatte ich noch nie auf einmal. Wir können in Multiplayer reinkommen, ja? Da musst du erstmal Singleplayer spielen. Und da erstmal ein Tutorial. Und dann kannst du Multiplayer spielen. Bin mir gar nicht sicher. Kommt es ab hier nochmal 200? Ich glaube schon, oder? Oh, da steht ein Express. Wer ist das? Der Crank! Ah, da, warte mal. Fahrdienstleiter, Lokführer. War vermutlich ein Bot. DE1. Wo ich jetzt gerade war. So, Yoshi ist noch 6 Kilometer entfernt. Das müssen wir schaffen. Wir müssen Yoshi einholen. Fast eine halbe Stunde Verspätung. Ja, das mit den roten Signalen ist so ein Ding. Nimmt irgendwo die Spannung weg. Also geiler wäre es, wie TD2 das passiert überfahren kann, eventuell einen Unfall bauen kann. Und das Fahren ist leider ganz halt kicken oder halt bestrafen, irgendwie so. Aber so, wenn es einfach zurücksetzt, als wäre einfach nichts passiert. Ich glaube, das werde ich auch noch mal ins Forum reinschreiben, aber das werden sie erstmal nicht umsetzen. Oh, langsam vorstelle. Ignoriert habe. Da ist der Bahnübergang zu und auch das werde ich erstmal ignorieren. Ich will hier durchdüsen. Ist der wirklich zu? Vielen lieben Dank. Ja, da fahren Autos drüber. Jetzt ist zu. Okay. Oh, hat wieder Blinken angesagt. Weg vom Gas. Ja, mir schon klar mit den zwei Weißen, aber da waren jetzt vorher zwei Orange. Und zwar waagerecht. Moin Bruno. Ja gut, aber gestört werde ich als offen. Ja, mystisch, aber mach das mal bei 160. Aber wie gesagt, das tue ich jetzt mal aktiv ignorieren. Ich will hier mal ankommen. Die Verspätungen werden noch kommen. Ja, Happy mit Finn, das ist einfach ein Glücksspiel momentan. Was halt nicht wissen, wie es halt in SimRail momentan so abläuft. Ist unberechenbar. So, warum ist jetzt da rot? Bin ich Jovize? Was geht da? Da ist jemand drin. Der Apfelkeck.
D1. D1. 14:41 wartet auf Einfahrt. Zug 14:41 am Pillicher Wietze. Wie ist es aus mit der Einfahrt und Weiterfahrt? Vielen lieben Dank. Na komm, lass mich einfahren. Apfelkeck, den habe ich noch nie gesehen. Ja, ich habe Auto-Channel an, also von daher müsste ich eigentlich richtig sein. Ich kontrolliere es nochmal. Simulation. Ja, Autokanäle. Oh, komm jetzt. Lass mich fahren. Jetzt ja, das meinte ich mit der Verspätung. Sobald dann die Spieler reinkommen, wird es echt schlimm. Sagt halt gar nichts, ne? Weder Voice noch im Chat. Es sind einfach die Superhelden. Ja, ich glaube, ich mach's bei Yoshi. Report. Hold Drift drückt. Meldet sich nicht. Trotz Anfrage. Cool. Und erstmal den ganzen Zug verstellt währenddessen. Jetzt weg? Er ist weg. Ja, probieren wir mal ZEB1. So, liebe KI, lass mich mal überholen. Ah, oh, jetzt ist da Propagandalf drin. Ja, also liebe Leute, könnt ihr erstmal alle einen Kaffee holen im Bordbistro. Kuchen geht auf mich. Wie ist das denn eigentlich mit den zu späten Zügen? Habt ihr das Schweizer System, dass die dann allen hinterherfahren müssen? Oder wie in D, dass die Pünktlichen dann warten müssen? Kommt euch doch alle zusammen, dann gibt's nur noch einen Zug, ist einfacher. Ich glaube, also ich lege jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer, aber wenn es gleichrangig ist von der Zugwertung her, glaube ich, darf erstmal der Pünktliche durchfahren und dann kommt der Verspätete erstmal. Bin mir dazu aber nicht sicher, korrigiert mich, wenn es jemand besser weiß.
Ja, ganz großes Kino hier. Stimmt. Ich könnte jetzt mal probieren, die Kupplung zu öffnen. Jetzt, wo wir stehen. Wo war das? Wo war der Schalter dafür? Ach, da. Halt, andere Seite. Öffnen. Oh, ich hab Fahrt. Ne, Abdeckung ist zu. Geht nicht auf. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Spiel nicht wieder zurückgebe. Die Idee mit dem Multiplayer ist gut, aber es fehlt in der Umsetzung noch so einiges. Ach, Wöcker, warte ein bisschen. Gib mir mal ein paar Monate und dann wird was draus. Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich meine, ist besser als was wir jetzt schon so alles hatten. Ich meine, schau dir mal Trains in World an und TS Classic. Okay, TS Classic ist geil. Classic World ist für den Arsch. Aber Simrail kann richtig geil werden. Vor allem, wenn dann noch andere Strecken dazukommen. Vielen lieben Dank, freut mich sehr. Okay, liebe Leute, ich muss mal ganz kurz Gebrauch machen von der Bot-Funktion. Mal kurz Bot aktivieren. Ich bin in 2 bis 3 Minuten... Oh, vielen lieben Dank nochmals. Ich bin in 2 bis 3 Minuten wieder da. Ich muss mal ganz kurz nach hinten gehen, in den Zug. Gleich wieder da. Okay, bin wieder da. Ich kann den Bot bitte hier rausnehmen. Und bitte lass mich fahren. Das sieht aber gut aus. Ich muss nicht anhalten. Okay. Vielen lieben Dank. Kannst du in einem Video mal komplett ohne HUD fahren? Hab das heute mal ausprobiert. Ist echt lustig. Muss ich halt nur vorher mit der Strecke vertraut machen, um zu wissen, wo die Bahnhöfe sind.
Wäre eine Challenge. Ja, ich glaube, das würde ich mal probieren. Warum eigentlich nicht? Spricht nichts dagegen. Wird zwar in einer Vollkatastrophe enden. Aber ja, warum nicht? Ich kann ja mal ein Teil ausblenden. Mal, hier geht das. Ah, da geht das hier weg. Was sind die einzelnen Hotkeys für das Ganze? Machen wir es mal so. So haben wir ein bisschen mehr Sicht erstmal. Also nach wie vor natürlich cheaten mit der Geschwindigkeitsbegrenzung etc. Fünf Kilometer vor mir ist der Yoshi. Und in Ostramovice haben wir wieder einen menschlichen FDL. Moin Blitzfreund! Wir könnten eigentlich Fernlicht anmachen, ne? So, das wäre einmal Fernlicht. Richtig schön hell. Erstmal alle Blenden, die entgegenkommen. Ja, wir sollten ein bisschen runtergehen. Vielleicht auf 140. Einfach, damit wir ein bisschen Abstand kriegen zu Yoshi. Ja, auf den letzten 100 Kilometer wird es spannend. Ich meine, da man nach oben mal in der Live-Chat, wer schon mal die ganze Strecke abgefahren ist in Simray, jetzt mit dem Early Access. Ich glaube, das dürften nicht allzu viele sein. Ha, Yoshi, erstmal mehrmals. So ein Streber. 1100 Kilometer! Bist du wahnsinnig! Ich will das ein Weihnachtslied. Nö, einmal eins weiter. Oh, das Lied ist auch geil. Okay. Wenn ihr das schon mal abgefahren seid, mit was für einem Zug seid ihr das schon abgefahren? Ja, da stimme ich zu, mit der FDL-Zeit. Also wenn es nicht sogar mehr ist. Dolphin. Boah, schauen wir mal bitte auch auf 160.
Wie weit bin ich weg von Yoshi? Schauen wir mal. 7,4 Kilometer ungefähr. Ja, hallo zum Livestream, ne? Vloskova Polnok. Das war dann der James. Ich glaube, den James habe ich gerade vorher gesehen. Im Chat. James, halt ihn auf, den Yoshi. Will ich überholen. Seine Fahrplananzeige hin. Ja, ich habe die ausgeblendet. Warte mal, ich kann sie wieder einblenden. Die JK-Button ist der hier. Ah, ich muss mal die Hotkeys hier mal merken. Ist der Chat wieder weg? So. Fahrstraße ist gelegt. Ah. Oh. Das ist mein Handherz. Hey, ich halte mich noch gut mit meinen 33 Minuten, aber der Yoshi hat eine viel krassere Verspätung. Da eben, 90 Minuten. Erstmal überholen lassen. Ich bin pünktlicher. Ich würde das so feiern. Vielen lieben Dank. Schön, bist du dabei. Oh, Yoshi, sei mal nicht so. Abhängig ist dann eh vom FDL. Nicht so, dass ich den beeinflussen kann. So, wie ist der Status? 7 Kilometer. 7 Kilometer. Noch. Warte mal. Oslamovice ist das nächste. Mit einem Freecom. Das wäre so geil, wenn ich jetzt hier 200 düsen könnte. Was meint ihr? Schaffe ich es mal, im Zug zum Bistro hinterzugehen? Mir effektiv was zu bestellen und wieder nach vorne zu laufen, ohne dass ich in der Haltzeige das Signal reinfahre. Finn, du kannst jeden Zug nehmen, den du möchtest. Aber ich glaube, das wäre schon mal eine Challenge. Hinter bis zum Bistro laufen und wieder nach vorne. Was? Das machen wir. Ab dem nächsten grünen Signal, wenn es wirklich grün solid ist, darf ich immer nach hinten bis zum Bistro und wieder nach vorne. Ja, da vorne ist es. Also, steigen wir mal auf. Ab zum Bistro. Oh je. Ich glaube, das wird schief gehen. Okay, laufen. Stell bis zum Bistro. Schön rennen. Okay, Bistro. Ich hätte gerne einen Kaffee.
Dankeschön. Mit Zucker und Milch. Danke. Und wieder nach vorne. Schnell, 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 schnell. Komm, lass mich rein. Lass mich auch hier rein, bitte, danke. Ah, gut, geschafft. Ich hab meinen Kaffee. So, andere Musik, bitte. Also, wir haben sie bewiesen. Man kann so ein bisschen nach hinten laufen und man kriegt einen Kaffee. Wir könnten eigentlich mal die Zugsicherungssysteme mit einschalten. Da habe ich die ganze Zeit ausgehabt. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Action. Schaut noch gut aus mit den Distanzen. Ich vermute mal, der Zug hätte EDCS und davon Autos drüber. Aber es ist nicht umgesetzt. Nein, die Challenge gilt nicht, wenn du den Zug weiter vorne nimmst. Ja, damit hast du mich ja automatisch schon überholt. Ah je, jetzt fängt es auch noch regnen an. Wunderbar. Scheibenwischer. Wie sage ich so, die Parteienverteilung zwischen Teetrinkern und Kaffeetrinkern. Also alle, die einen Kaffee trinken, machen mal einen Daumen nach oben. Und für alle, die einen Tee trinken, einfach mal ein Smiley. Einfach mal zum Gucken. Keines von beiden, sowas gibt's auch. Also, für alle, die in der Früh keinen Tee oder Kaffee trinken, was trinkt ihr denn dann, um wach zu werden? Also, Kaffee ist für mich das Minimum. Tee freue ich mich gerade so ein bisschen an. Aber ohne den beiden geht er gar nicht. Okay, ah, Kakao lese ich gerade. Ja, doch, warum nicht? Blinkt schon wieder. Machen wir jetzt langsam auf. Also ich persönlich finde es ja total hart, wenn die Leute ganz in der Früh das erste, was sie trinken, erstmal Cola ist. Das könnte ich so gar nicht. Ich meine, später im Tag durch, ja.
Aber so ganz am Anfang, nee, das finde ich ein bisschen zu heftig. Weiß Gott jemand, ob ich hier nochmal 200 fahren darf? Oder ob es erstmal bei... Ja, okay. Wurde mir gerade beantwortet, das Spiel. 200 in 3,6 Kilometer. Wenn sie es ausgeht... 8 Kilometer. Oder ist der Yoshi jetzt gerade weg? Wo ist der Yoshi jetzt hin? Yoshi, bist du jetzt weg? Warum denn das denn? Oh! Da ist einfach mein Intercity aufgetaucht. Ja, dann schau mal ein. 200. Maximum Schmackes. Bin mir nicht sicher, muss Yoshi sagen. Oje. Wirklich rausgezogen worden. Ah, da ist Halten angesagt. Ah, Yoshi, bitte nimm es nicht allzu übel. Ich bin unschuldig. War nicht der FDL. Oh, da ist die Bremse gerade ein bisschen mit angegangen. So, was ist jetzt vor uns? Ich würde gerne das nächste Signal sehen.
ebenfalls wieder orange. Halt erwarten. Die 1439 ist ab Bold One jetzt. Naja, wir können ein bisschen schneller fahren hier. Was? Wie? Du kannst doch fahren. Ich habe noch nicht angehalten. So, runter vom Gas. Ach, ein Güterzug von mir. Oh ja, toll. Oh, 120. Guter Tipp. Da kann ich ja erstmal bei 120 bleiben. Ja, hoffentlich kann ich den irgendwo mal überholen. Den Güterzug. Was? Dummke? Was war denn Dummke? Ach, der fährt den Güterzug vor mir. Nee, Dummke. Schön einfach Max fern, bitte. Und er wird dafür über rotes Signal fahren. Es stand gerade 15 Minuten vor rotem Signal. Hab Rot aktiviert und der ist bei Rot rüber. Was? Echt jetzt? Das wäre ja mega unfair. So, hier stellen wir mal auf 100 ein. Fürs Erste. Ich könnte Sifa auch abschalten. Aber es macht irgendwie Spaß, wenn sie an ist. Aber hier müssen wir jetzt einen Kilometer anhalten. Was, Lion, Frageantwort? Was war die Frage nochmal? Es war zu viel im Chat gewesen. Lass mir bitte gerade nochmal reinschreiben. Ich habe nicht den ganzen Verlauf hier drin. Ich habe jetzt einen Zug, der nicht im Stau ist, wie man hinter dir. Ich schätze, die Challenge ist fetter ins Wasser. Ja, also solange der mich nicht über... Oh, scheiße. Solange der mich nicht überholst, ist die Challenge verloren. Oh no, was? Echt jetzt? Wow! Ich hab's gerade doch geschafft vom Signal. Holy shit. Da fehlt gerade noch ein Meter. Wow. Wow. Krass. Nein! Nicht dein Ernst. Nein. Fuck. Mann. Oh shit, komme ich da jetzt wieder rein? D1 Lokführer. War das, glaube ich, 14.41, glaube ich, war das, oder? Ne, 2.41. Was war das jetzt gerade für eine Zugnummer? Weiß gerade jemand die Zugnummer, was ich hatte?
1449. Wir machen es nochmal. Kommt das jetzt noch von der Fahrzeit echt ein bisschen lang vor? Oh, Gott sei Dank. Bin wieder da. Sehr gut. So, bremsen. Auf das bitte. Das passt. Einmal deaktivieren. Und wir sind wieder voll drin. Nice. So, hier müssen wir auch neu einstellen. Na komm, geht auf. Machen wir 180. Okay. So, Maximum Schmackes. Auch wenn wir nicht weit fahren können. Wir hätten jetzt gerade so eine fette SBL vor uns. Ich möchte da düsen. Bitte danke. $14.39. 12 Kilometer hinter mir. So, komm. Lass mich rein in die SBL. Okay, einmal runterbremsen. $14.41 wartet auf die Ausfahrt. Wie sieht's aus für die SBL? Nice! Ausfahrt. Gas geben. Ja, dann. Schauen wir mal meine 200 rein hier. Oh, wird aber eh nicht lang was. Und dann geht's gerade Schlag auf Schlag mit den Spielerstellwerken. Könnte eigentlich mal den Booster aktivieren. Wobei ich nicht wirklich das Gefühl habe, dass der Booster wirklich was macht. Aber es ist immer ein besseres Gefühl, wenn man den Booster drückt. Genau wie beim PC. Wobei die Ironie ist ja, der Booster-Knopf hat beim PC damals den PC eigentlich langsamer gemacht, als wie schneller gemacht. Habt ihr das gewusst? Wenn es jetzt mit dem Blinken aufgehört hat, würde ich sagen, wir pennen uns mal bei 160 ein. Fernlicht, wo bist du?
einmal anmachen. Dankeschön. Wie lange wird die Fahrt noch dauern? Also, Stunde, zwei? Theoretisch? Plus, minus? Kommt drauf an. Vielen lieben Dank. Für immer. Ja, also die Fahrzeit ist wirklich sehr von den Fahrdienstleitern abhängig. Und ob es Stau gibt. Ja, kann schon wieder die Leistung wegnehmen. Lazy und Katowice sind voll. Ja, geil. Lass erstmal ein bisschen rollen. Ja, entweder die AI oder ist mal wieder witzig gemacht worden. Aber mittlerweile ist es eine Mischung aus beiden, weil wir sehen ja auch, dass die KI halt Blödsinn macht. Also ich glaube, wo die KI am ehesten Probleme hat, ist, wenn Züge extrem verfrüht oder verspätet sind. Weil dann sind echt komische Fahrstraßen dann drin, wenn man dann teilweise als FDLer reingeht. Ja, natürlich wieder orange. Yeah. Aber ich sag's euch, wenn jetzt da mega Stau dann ist bei Lazy und wir kommen gar nicht mehr weiter, dann werden wir aber die Fahrt auch beenden. Wir werden das aber noch irgendwann hinkriegen, dass wir die ganze Strecke abfahren. Und wenn es im Singleplayer ist, aber ich würde es halt schon gerne im Multiplayer machen. Weil einmal werden es die FDLs wohl hoffentlich mal schaffen, dass sie uns durchschicken. Und zwar sauber. Ah, fuck, ich hab das Signal übersehen. Sollte man nicht so sehr auf den Chat gucken. Ja, das war zu viel. Das war ein Fail. I'm sorry. So, Gas bitte zurücksetzen. Dankeschön. Hallo? Wie schaut's bitte aus mit den Abständen? Vielen lieben Dank. Güterzug Lunix 13340, der Finn 1430 und dann erst später wieder was.
Ja, was meint ihr? Komm mal bei Lazy irgendwie durch? Oder ist da Vollblockade für Richtung Katowice? Reingeht hier dran. Ja, ich kann schon auf die Karte gucken, aber ich habe eh schon so viel offen. Dafür habe ich Live-Chat. Ja, da bin ich mal gespannt, was uns in Lazy erwarten wird. Ja, momentan sind wir auf D1. Ich glaube, der ist relativ voll. Ach ja, 200, so schön wär's. Blinkt, okay. Wo war denn diese blöde Heizung? Zustest, erscheint. Irgendwo hat sie einen Button für die Heizung gehabt. Find's gerade nicht. Hast du eine Fußheizung gehabt? Umluft, Taschenlampe, Notbremsüberbrückung. Ich dachte, das wäre eigentlich hier gewesen. Schade. So, gehen wir ein bisschen Leistung, damit wir nicht allzu langsam sind. Aber schneller macht eh keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, schneller zu fahren, Skytrick. Weil ich fahre jemanden hinterher. Irgendwas zwischen 140 und 150 ist gerade irgendwie das Ding. Ja, gekuppelt. Mal von hinten ran drücken. 120 wird der vorne. Ja, da kann man sich bei dem hier orientieren. Ein bisschen Metagaming, nachdem ich jetzt weiß, wie schnell der da vorne fährt. Ah, ja, 125. So. Was bin von Krakau nach Warschau unterwegs ohne Stau? Ja, in die Richtung fährt auch irgendwie de facto nichts mehr. Wegen Stau. Naja.
Ja, Gorath will ich jetzt nicht anfunken, weil wenn, dann müsste Gorath das schon selber sehen, dass er da eine Überholung machen sollte. Was ist denn Gorath? Domke! Aber Domke ist ziemlich erfahren. Ich vertraue mal auf Domke. Mal gucken, was er macht. Neun Kilometer noch. Oder Gülizek, warte mal. Das sind 9 Kilometer. Vier Kilometer. Ja, dann ist er noch nicht da. Domke, falls du im Live-Chat bist, was ist dein Plan? Oje, Orange. Und einmal rot für die Einfahrt. Wobei, na, es kann ja nicht die Einfahrt sein. Was brennt der vor mir? Wie gefällt mir der Pendolino bisher? Ja, eigentlich ganz gut. Ich würde noch besser fahren, wenn ich freie Fahrt hätte. Aber man gewöhnt sich dran. Fährt sich gut. Nur die Bremse ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, Leistung. Freifahrt, nice. Ja, dann schalten wir mal hoch auf 200. Hoffentlich war das einfach nur das Segment, wo der auf das Ausweichgleis gefahren ist. Oh, das sieht sehr gut aus. Grüne Welle. Ich muss sagen, das ist 100-mal besser als irgendwelche Trains im Szenario. Hier kann alles passieren, ist immer was anderes. Ja, wohl wahr. Deswegen liebe ich auch GD2 so sehr. Streamrail braucht auch ein bisschen Unterstützung von den Entwicklern, aber dann wird es auch gleich. Aber Abwechslung hast du da. Ist jedes Mal was anderes. Okay, ich dachte gerade, das blinkt, aber ich glaube, das war nur das Gebüsch. Also optisch ist es halt schon eine Wucht. Fast konkurrenzlos.
Mein Transient Burn sieht ähnlich aus, aber kann vom Content her einfach nicht mithalten. Ja, was? 120? So, denn 120? Okay, das verwundert mich jetzt gerade ein bisschen. So, dann machen wir gleich mal Hallo zu Dummke sagen. Moin Domge und ciao Domge. Aber ich bin immer noch zu schnell. F Gegengleis. Nee, nee, nee. Wofür war es die 120? Was kommt denn jetzt? Echt jetzt diese kurze Langsamfahrstelle? Okay. Ja dann, maximal Schmackes. Falsch im Channel. Einstellungen sind wir zu. Ich habe eigentlich den automatischen Funkkanal an. Okay. Ach, die Station ist eben. Hä, was? 103 Minuten Verspätung. Ich glaube, die Wetten waren mit der Ankunft bei mir 55 und eine Stunde, glaube ich. Sind wir bei 43. Oh, endlich mal Strecke machen. Können wir mit Tempomaten wieder runtergehen, weil ich glaube 200 werden wir nicht mehr reichen. Na, reicht dir das? So, muss Leistung einschalten. Ja, gute Nacht, Sandro. Ich weiß nicht, ob die S-Bahn vor dir auf der HS ist. Also wenn ich unter einer Stunde bleibe, dann wäre ich schon glücklich. Nächster Steckpoint, Sabirsi und dann Lazy. Lazy wird dann spannend. Mal schauen, was da alles so rumsteht.
Ne, auch doofe Mucke. Auch doof. Es könnte vielleicht was sein. Ja, ist doch ganz okay. Oder meinst du, das Orange für mich? Ja, das ist für mich. Oder? Nee. Nee, doch, das ist für mich. Ah. Warum ist da links grün? Was soll das? Ich glaube, ich bleibe erstmal bei der 120. Signale sagen nein. Und rote Welle. Ja, war ja klar. So viel zur Weiterfahrt. Oh. Spät aber doch. Gehen wir mal runter auf 100. So, Leerlauf. Warte mal, ich sehe jemand. Ach, der Domke ist hier. Ja, fliegender Wechsel. Das erste Mal, dass ich die Station hier so bei Nacht sehe. Okay. Runter mit dem Speed. Und da hätten wir auch schon den Perron. Bei dem wir erstmal gezwungenermaßen halten werden. Ja, das haben wir jetzt nicht gesehen. Nice. Wir haben Fahrt. Denn noch bin ich nicht in Lazy. Jetzt gleich bin ich in Lazy. Ach, da war der Yoshi. Mein Yoshi. Was? Respect your local sound system. Ist ja auch mal geiler Username.
Ja, ein bisschen mehr Schmackes drauf sein. Und gleich sollte man den Megastau sehen, wenn er denn noch da ist. Ja, soweit ganz gut. Und selbst. Ja, sehr gut. Ja, noch ist nicht viel zu sehen vom Stau. 44 Minuten Verspätung. Läuft bei mir. Ah, da steht schon mal der Erste. Es sieht nach Express aus. Nee, ist doch kein Express. Okay, gehen wir wieder rein. Moment mal. Was zum... Gott, dahinter ist... Wow, wow, Gott, dahinter der Nächste. Geil. Was ist denn hier los? Und da ist der Express. Geil. Ja, Lazy kann man vergessen. Das überhaupt zulassen, dass sowas geht. Ah, okay. Jetzt ist aber mein Güterzug da. Und der nächste dahinter. Ja. Läuft bei der KI. Jetzt ist nur die Frage. Kommen wir da raus. Ja. Ist ein Fest. Also schauen wir mal. D1. 1441. Komm ich da wieder rein? Wo ist der? Warum ist der nicht mehr da? Das war doch 1441. Da ist er. So, bitte wieder rein. Aber die Chancen sind groß, dass wir jetzt nicht mehr weiterfahren dürfen. Oder können, besser gesagt. Immerhin lädt er. Ich hab's ja schon gehabt, dass er hier drin bleibt. Der Ladebalken geht nicht weiter und bricht dann einfach wieder ab. Jo, guten Abend. Also schönen guten Abend noch. Schlaf gut. Oh, was zum... Warum fährt der so schnell? Okay. Möchte wieder übernehmen. Bitte, danke. Nein, jetzt hat er den Richtungswender wieder nicht drin. Ah.
Führerstandsbeleuchtung, wo bist du? Wo ist die komplette Beleuchtung hier? Jetzt kann ich hier halt wieder... Ja, ich kann jetzt nur bremsen. Ja, da rausche ich durch, beziehungsweise ich krieg gleich ein Reset. Oder auch nicht? Was? Warum habe ich jetzt kein Reset gekriegt? Okay. Das ist neu. Aber wenigstens kann ich jetzt wieder fahren. Glaube ich zu... Geschwindigkeitsvorwahl. Interessant, es ist das erste Mal, dass ich hier bei Rot fahre und ich kein Reset krieg. Okay, Chat, mein Gott, ist gerade ganz kurz davor grün worden. Das wird Sinn machen. Wow. Ja, bloß weg hier. Ja, stellen wir mal auf 120 ein. Okay, cool. Dann glaube ich, schaffen wir es, glaube ich, noch nach Katowice. Ernst jetzt? Es macht gar keinen Spaß so. Einmal noch. Aber wer kickt mich dann gerade wieder? Wo ist er? 14:40. Ja, aber es sind da nicht mal so viele Leute auf dem Server. Zumindest sah es jetzt gerade nicht so aus. Jetzt ist knapp 2,5 Stunden gut gegangen. Aber jetzt auf die letzten Meter muss er rumspinnen. Ja, komm, halt mal hier an, weil dann muss ich nicht selber machen. Ja, jetzt hat er wieder Fahrt, das war ja klar. Ja, ich kann wieder nicht... Gut, einmal anhalten bitte. Ja, jetzt ist richtig. So, einmal umschalten. So, jetzt passt's. Bremsen gelöst. Geschwindigkeitsvorwahl. Good enough. Und weg hier. Bitte ohne Disconnect. Komm, gib Gas. Dankeschön. So, Maximum Schmackes. Wir haben eine mega Verspätung hier.
So, 120. Passt. Ja, natürlich will ich nicht überholt werden. Ciao, Kollege. Und sorry. Achso, muss ich wieder bremsen. Ja, nächste rote Welle. Schön. Also die Lichteffekte sind halt schon geil, ne? Auch wenn hier, glaube ich, dezenten Lag unterwegs ist. Das war nicht normal. So, Lazy RC, 48 Meter. Oh, der ist doch gerade da hinten zum Stehen kommen. Oh, Fahrdienstleiter sind echte Spielverderber. Manchmal zumindest. Nicht immer. Gibt auch nette Fahrdienstleiter. Von Warschau bis Katowice gefahren, aber in den ECE knapp 4 Stunden. Kurz vor Katowice dann das Stellwerk. Kein Weiterkommen mehr. Ah, fuck. Ah, bremsen. Warum sagt denn keiner was? Voll auf den Live-Chat guckt und in so einem Augenblick sehe ich gerade, da bewegt sich gerade was. Ja, ist egal, am Stau vorbei. Ja, ich glaube aber nicht, dass du mich überholen wirst. Hier ist alles rot. Echt jetzt? Oh, auf das habe ich aber so gar keine Lust jetzt. Wenn ich jetzt alle 10 Minuten nochmal neu connecten muss. Oh. Ich schaff's irgendwann. Beziehungsweise. Ja, ich würde es so gerne im Singleplayer machen. Da wird es vermutlich gehen, aber. Es muss auch im Multiplayer hingehen. Ich meine, der Yoshi hat zum Beispiel auch geschafft. Der ist sogar mit der EU oder EP noch rumgefahren, mit der VMAX 125. Schade. Na gut. Liebe Leute, dann war es aber erstmal vom Livestream. Wir sind 2 Stunden 40 jetzt unterwegs. Dann sehen wir uns am Montag. Morgen Abend werde ich wieder streamen mit Trayworlds Online und wenn dann Streamer mal ein bisschen besser läuft, machen wir Streamer weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann bis bald. Gutes Nächtle, bleibt gesund, gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.